Wer ist das? Ihr kennt wahrscheinlich sogar viele Prominente persönlich. Wir wollen das mal so ein bisschen testen. Ich zeige euch gleich ein Foto. Ihr sagt mir, wer das ist. Wir brauchen Vor- und Zunamen. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Ist es richtig, bekommt man einen Punkt. Ist es falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Wer nach 13 Bildern mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand verlängern wir immer um ein Foto. Und wir haben erstmal auch ein Beispiel, damit ihr ein bisschen reinkommt. Wer ist das? Uli? Arnold Schwarzenegger. Da war er noch jung. Und das ist richtig. Nein, Christian Tramitz, der dritte von euch im Grunde von der Bulli-Parade. Aber ihr habt das Spiel verstanden. Wir machen nur noch mal kurz einen Buzzer-Test bei Rick, ob das auch funktioniert. Warte kurz, bis wir freigeschalten werden. Ist jetzt okay? Drück mal. Gut. Wir warten die 5 Sekunden ab. Und habt ruhig beide die Hand am Buzzer. Es geht ja hier um Schnelligkeit. Und es geht los. Wer ist das? Rick? Darf ich sagen? Ja? Beatrice Egli. Beatrice Egli! Schweizer Schlagersängerin. Und du musst es auch sagen, wenn du gedrückt hast. Du hast ja nur 5 Sekunden Zeit. Also ruhig dann raushauen, wenn du gedrückt hast. 1-0 für Rick in dieser Situation. Ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht. Wer ist das? Uli? Mein Gott, mein Gott, mein Gott! Steve Martin! Oh, Gott! Oh, krass, was man für ein Blackout haben kann. Irre. Steve Martin. Ich meine, ich in der letzten Fan. Sekunde. Jawohl, oh, richtig. Wahnsinn. Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma. Sehr schön. 1-1. Ja. Wer ist das? Rick? Kretschmann. Ja. Mit Vorname? Winfried Kretschmann. Richtig. Wir brauchen immer Vor- und Nachname. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg, ist richtig. 2-1. Wer ist das? Uli? Ah, oh, Mist. Ein Doppelname. Lücken. Ah, oh, Mist. Fast. Ja. Der Punkt geht an Rick. Ah. 100 Meter Lauf, Gold. Genau, Gina ja. Lückenkämper. Ah. Vorname hättest du aber auch noch sagen müssen, hätte eh nicht gereicht. Ich war so mit dem Nachnamen beschäftigt. Ja, schöne Grüße und nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, von mir auch. An die gesamte Bravo. Leichtathletik. Gratulation. Ja, 3-1 für Rick. Ah, ja, geschenkt. Wir sind beim, ja, bisschen. Beim 5. Bild. Wer ist das? Ah, Mist. Ah. Psst, hier im Publikum. Rick. Harry Styles. Harry Styles, Sänger, richtig. Ich kenne ihn vom Sehen, aber ist Name völlig unbekannt. Ich weiß nur, dass er beinahe hätte Elvis gespielt. Stimmt, ja. Ja. Rick führt. 6. Bild. Wer ist das? Oh mein Gott. Rick? Demi Moore. Nein. Nein. Fuck. Ah, ich trottel. Natürlich nicht. Demi Moore, obwohl bist du... Nein, sie hat in Top Gun. Natürlich hat sie in Top Gun mitgespielt. Ja. Mann. Geht an Bully, aber weißt du noch, wie sie heißt? Nee, hätte ich ja gebassert. Ja. Jennifer Connelly. Yes. Ah, ausgerechnet. Bully hat es auch gesagt, bekannt aus Top Gun Maverick gerade. Aber stimmt, sehr ähnlich, was Demi Moore angeht. 4-2, Rick führt immer noch. Wir sind bei den Prominenten Nummer 7 von 13. Wer ist das? Rick? Jean-Paul Gaultier. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Jean-Paul Gaultier ist richtig.
Es ist noch alles drin. Von ihm ist auch seine Hose. Ach, jetzt wird der Feind ja persönlich. 15-2. Wer ist das? Ah, Gott. Das Schwere wird wohl der Vorname sein. Ja. Trau ich mich nicht. Traut ihr euch nicht? Nee. Dann schließen wir ganz schnell. 5, 4, 3, 2, 1. Nachname ist wahrscheinlich klar. M oder N? M. Manet. Manet? Ja. Aber Vorname ist Sadio. Hätte ich auch nicht unbedingt gewusst. Also. Hat sich keiner getraut. Sadio Mané, Spieler von FC Bayern München. Gut. Für was gibt's da jetzt einen Traum? Weil ich den Nachnamen gewusst habe. Okay, es bleibt bei 5-2. Bild Nummer 9. Wer ist das? Bulli. Sana Marin. Marin. Sana Marin. 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 Hab ich doch gesagt. Du hast Sarah Marin gesagt. Ja. Ja. Richtig. Finnische Ministerpräsidentin. Respekt, Kollege. Unser Partygirl. Ich war auf der Party, deswegen weiß ich das. Sanna Marin, finnische Ministerpräsidentin. Vollkommen richtig. 5-3. Wieder ein bisschen enger. Wir haben noch 4 Bilder. 2 Punkte liegt Bulli hinten. Wer ist das? Hä? Ist halt alt geworden, der Herr. Aber ganz bekannt. Was? Kennt jeder. Ach, komm doch auf. Doch. Boah, ist mit so riskant. Hä? Ist alt geworden, kennt jeder? Aber so alt? Nee, ich weiß es nicht. Ich hab keine. Ihr habt den Namen gehört. Jeder, ich sag jetzt, ich heine noch mal auf den Buzzer, ganz kleinen Tipp. Jeder kennt sein Lied. Rolf Zukowski! Zukowski! Rolf Zukowski! Damn. Rolf Zukowski! Jetzt aber, dafür, dass du alle Platten zu Hause hast, hast du relativ spät gebuzzert. Aber auf den Platten sah er ja noch anders aus. Rolf. Und er kennt es nicht. In der Weihnachtsbäckerei. Hör auf! Also, Rick braucht noch einen Punkt. Entweder macht das jetzt richtig. Geht's bis 7 oder was? Nee, wir haben nach 13 Bildern mehr richtig hat. Und er kann dann halt nicht mehr eingeholt. Also ich kann ihn jetzt auch nicht mehr einholen. Doch, kannst du, wenn du alle noch richtig machst und du kannst ausgleichen. Okay. Es sind noch 3 Bilder, du musst halt nur jetzt richtig sein. Also ja. Oder Rick halt was Falsches sagt. Ja. Wer ist das? Uli? Oh Gott. Ja. Warte! Ja, ich warte, aber. Der Typ, der das ins Ohr gebissen hat hier, wie heißt. Sag doch mal. Ja. Du weißt es doch. Ohrmeister. Peter Ohrmeister. Peter Ohrmeister. Ja. Mike Tyson. Das bedeutet, Rick bekommt den Punkt und hat Spiel Nummer 3 gewonnen. Weißt du, was so gemein ist? Das sind halt Fotos. Ich weiß genau, was du sagen willst. Ja, es ist so gemein, du erkennst ihn, drückst natürlich, weil du ihn kennst. Ja. Und dann kommt dieser Zeitdruck und dann denkst du ja. Mir ging es bei Steve Martin so, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, das ist doch der Dings. Der Dings. Ja, können wir es nochmal spielen, bitte? Von vorne, gerne. Ja, aber ich freue mich, dass ihr Spaß habt in der Sendung heute. Und es steht jetzt auch 3-3, Ausgleich. Und